Ich bin dankbar für die Einheit und das gute Miteinander im Team. Danke dafür, dass wir in diesem Jahr zum ersten Mal einen Wortgottesdienst aus einem deutschen Gefängnis übertragen durften. Danke für alle super Referenten, die wir haben, für alle Priester, Ordensleute und Gebetsgruppen, die bei uns bei Gebetszeiten mitmachen. Ich sage danke für die Anrufe und für das gemeinsame Gebet in der Sendung Gott hört dein Gebet. Ich bedanke mich bei den Pfarrern, die in diesem Jahr an unserer Aktion Pfarrei der Woche teilgenommen haben. Ich danke für jeden Jugendlichen, der sich bei Radio Horeb eingebracht hat. Ich bedanke mich für die gute Zusammenarbeit mit unseren tollen Gesprächspartnern, die die aktuellen Beiträge in unserem Streiflicht-Nachrichtenmagazin möglich gemacht haben. Ich bin dankbar für alle Kinder, die in den Live-Sendungen angerufen haben. Ich bin dankbar für unsere Radio Horeb Team Deutschland-Mitglieder, dass sie uns dieses Jahr so tatkräftig unterstützt haben, Radio Horeb bekannt zu machen. Ich bin dankbar für die unglaublich großzügigen Spenden für die afrikanischen Länder während des Mariathons. Ich bin 2018 dankbar für all die Leute und Arbeitskollegen, die ich hier bei Radio Horeb im Rahmen meines Praktikums in der technischen Abteilung kennenlernen durfte. Liebe Ehrenamtliche, ich bin euch so dankbar, dass ihr uns bei all unseren Veranstaltungen im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit so tatkräftig unterstützt. Ich bin von Herzen dankbar für Ihr Gebet und für die große Gemeinschaft, die wir im Gebet miteinander haben dürfen. Denn das Gebet trägt alles und das Gebet ermöglicht alles, was wir gemeinsam vorhaben. Danke für diesen tollen Arbeitsplatz.